So, und damit herzlich willkommen zurück hier zu F1 2012, zum dritten Rennen der Saison in China. Gucken wir mal kurz auf die E-Mails. Informationen, ja, es ist sehr schön. Es scheint trocken zu sein während diesem Grand Prix, laut Wettervorhersage. So, Fritten. Das Team kann deine Leistung im Laufe der Saison auf verschiedene Weise verfolgen. Es ist ein Abstand und direkten Vergleich. Hat er das nicht schon mal gesagt? Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Reifenverschleiß nach dem Rennen in Kuala Lumpur gut. Ich möchte dich über ein wichtiges Thema informieren, den Reifenverschleiß. Ich habe mich mit den Jungs im Werk unterhalten, die sich ausgiebig mit der Reifenabnutzung nach dem Rennen beschäftigt haben. Und sie scheinen ziemlich zufrieden zu sein. Anscheinend haben wir ein gutes Setup gewählt und du musst dir nicht allzu viele Gedanken über die Reifen machen. Wenn sich etwas ändert, lasse ich das nicht wissen. Dankeschön. Und das sind nochmal die Renndaten aus Malaysia. Wir gehen sie nochmal durch und freuen uns. Wir waren im Qualifying Erster, obwohl wir das Ziel hatten, Zwölfter zu werden. Und das Ziel im Rennen war dementsprechend natürlich auch Platz 1 und wir sind 23. geworden. Das war natürlich ganz nach Vorstellung. Da wollen wir ja gar nicht so lange drüber reden. Das ist doch sehr schön. So, dann gucken wir uns die Streckeninfo an. Zu der Strecke in Shanghai. Willkommen bei einer Runde in Shanghai. Die letzte Kurve hier nicht über die Curbs schneiden, damit du sauber auf die Gerade kommst. DRS und das restliche KERS aktivieren und auf in eine neue Runde. Jetzt zur schwierigen Kurve 1. Mit hoher Geschwindigkeit einlenken. Während der ganzen Kurve verlierst du Abtrieb und Speed. Halte dich in der Streckenmitte, dann lenk in Kurve 2 ein und triff die Scheitelpunkte. In Kurve 3 fällt die Strecke ab, die Vorderräder bleiben leicht stehen, also Vorsicht. Jetzt steigt die Strecke an in Richtung Kurve 5 und 6. Eine gute Überholmöglichkeit im Rennen. Runter in den zweiten Gang, schön innehalten und am Ausgang nicht übersteuern, sonst verlierst du Zeit und beschädigst die Reifen. Jetzt Vollgas durch die Linkskurve 7, aber sei vorsichtig. Denn die folgende Rechtskurve macht am Ausgang zu und du musst dich rechts halten, um schön in Kurve 9 und 10 zu kommen, die großartige Doppellinks. Am Ausgang nicht zu weit auf die Curbs, sonst drehst du dich ganz schnell, besonders mit abgefahrenen Reifen. Jetzt zur engen Linkskurve 11. Dann die Rechtskurve 12, in der das Tempo schwer zu dosieren ist. Im Gegensatz zu Kurve 1 wirst du hier in der Kurve immer schneller und hast am Ausgang vollen Abtrieb. Über die lange Gegengerade geht es zu Kurve 14. DRS ist aktiviert, eine tolle Überholmöglichkeit im Rennen, die kaum zu verteidigen ist. Erster Gang, eine der engsten Kurven der Strecke, ca. 75 km/h am Scheitelpunkt. Auf dem Weg zur letzten Kurve nicht zu weit links auf die Curbs, die hier sehr scharf sind. Lass das Auto ganz nach außen kommen und dann geht's zurück auf Startziel. Ja. Das klingt doch gut. Ich verstehe nicht genau, warum er diese Doppellinks als, was hat er sie genannt? Wundervoll, irgendwas ganz besonders Tolles. Ich weiß nicht mehr im Wortlaut. Wundervoll, sagenhaft. Keine Ahnung, also das wäre mir jetzt nie eingefallen für diese Doppellinks. Die Strecke in Shanghai hat meiner Meinung nach schon einige coole Kurven und einige gute Stellen. Das möchte ich ja gar nicht verneinen. Aber diese Doppellinks jetzt als... Du bist zwar Teil eines Teams, aber wir beide wissen, dass du deinen Teamkollegen sowohl im Qualifying als auch im Rennen schlagen willst. Er hat das gleiche Auto. Ihr habt also ähnliche Voraussetzungen. Ja, ich weiß. Hier kannst du sehen, danke, wie du im direkten Vergleich mit ihm dastehst. Mhm. Wenn du zur Saisonmitte vor deinem Teamkollegen liegst, kannst du zur Nummer 1 im Team werden, beziehungsweise deine Rolle als Nummer 1 festigen. Als Nummer 1 erhältst du Updates früher als dein Teamkollege. Ja. Außerdem kannst du bei Entwicklungen mitreden. Du kannst also dafür sorgen, dass das Team das Auto deinen Vorstellungen entsprechend baut. Danke. Gut. Dann würde ich sagen, wir gehen mal raus. Wir fahren einfach mal eine Runde. Und was wollte ich sagen? Ja, wie gesagt, diese eine Doppellinks da so hervorzuheben, weiß ich nicht. Kann man machen. Muss man aber vielleicht auch nicht. Gut, dann fahren wir mal eine Runde hier in Shanghai. Eine Strecke, die wir bestens kennen. Oh Mann. Danke für den Anbremspunkt. Das muss ich nochmal üben. Eine Strecke, die wir bestens kennen aus F1 2021. Naja, bestens ist übertrieben, aber wir sind sie da mal gefahren.
Von daher jetzt nichts Neues, aber streng genommen hat sie ja dann nicht mehr zum Rennkalender gehört. So, dann schauen wir mal, diese sehr interessante Rechtskurve, die mich ein bisschen auch an Malaysia erinnert. Da gibt es ja eine ganz ähnliche. Glocke. Einfach mal bremsen ohne Grund. Ist auch gut. Okay. Bisschen Verkehr gekommen hier. Jetzt hier die sagenhafte Doppellinks, die ich ja mal komplett weggeworfen habe. Sehr schön. Okay. Wo sind wir hier? Das ist die erste dieser zwei. Okay. Also, ja, wie gesagt, ist okay, aber ich finde es jetzt persönlich nicht so toll wie der Herr Streckenvorsteller. Aber gut. Der will uns ja vielleicht auch Bock auf eine Runde hier machen. Und ist deshalb besonders begeistert. So, jetzt mit der S die lange, lange Gerade runter. Dieser Motor, ey. Das klingt sehr ungesund. Auch hier wieder zu weit rausgekommen. Also man muss tatsächlich noch früher bremsen. Ich habe jetzt gerade bei der 150 Meter Marke gebremst, also offenbar noch ein bisschen früher vom Gas runtergehen. Erste Runde 1,47,6 geht mit Sicherheit schneller. Wir hatten ja am Anfang noch mit den Fahrern vor uns zu kämpfen. Das war nicht gut. Und das war auch nicht gut, Mensch. Ja, jetzt halte ich gerne auch mal Glocken ein bisschen auf. Upsala. Sind unsere Reifen irgendwie. Okay, wahrscheinlich sind die einfach noch dreckig jetzt. So, dann so lassen wir vorbei und dann können wir wieder rauf auf die Strecke. Wir müssen jetzt aber die Reifen erstmal ein bisschen sauber fahren hier. Also die Runde hier war jetzt auch nicht so toll. Dann müssen wir die nächste Runde halt gut fahren. Sektor einfach 25 Sekunden. Die Resta 1,46,8. Da hat er unsere Zeit direkt mal unterboten. Finde ich ja ganz schön frech. Aber wie gesagt, die war nicht gut. Von daher alles gut. Müssen wir deutlich schneller hinkriegen. Gleich nochmal den Anbremspunkt bei der Haarnadel probieren. Oder auch hier. Ich muss deutlich früher bremsen irgendwie. Also das ist ja wirklich auffällig. Hinter uns jetzt ein Red Bull. Der wird uns wahrscheinlich gleich überholen auf der Geraden. Vermutlich. Ich hoffe es eigentlich. Ich habe keinen Bock, dass der uns dann irgendwann während der Hotlap überholt. Okay, jetzt habe ich vor der 150 Meter Marke gebremst. Das war okay. Alter Vater, ey. Das war im F1 2021 Spiel auch anders. Da konnte man deutlich später bremsen. An der Stelle. Die ersten Kurven schon mal ganz gut genommen. Die Reifentemperaturen sehen sehr gut aus.
fahre ein bisschen vorsichtiger an. Ich glaube, man merkt's. Einfach damit wir uns nicht drehen. Das geht ja doch immer sehr schnell. Haben wir ja unter anderem in Malaysia festgestellt. Was macht er denn? Jensen Button hier. Will uns Platz machen. Behindert uns dadurch aber noch mehr. Aber es war eine ordentliche Runde bisher. Jetzt hoffe ich, dass ich in der Haarnadel nicht versaue hier alles. Das war ordentlich. Bisschen zu langsam durch die letzte Kurve, aber das dürfte eine neue schnellste Zeit geben. 1:44,4 und damit schnellste Runde erstmal in diesem Training. Versuchen wir nochmal die Zeit zu toppen. Durch die grandiose Doppellinks gefahren. Ja, wirklich sehr grandios. Boah, gerade noch die Kurve bekommen, ey. Meine Güte. Okay, bis jetzt eine ordentliche Runde. Weiß nicht, ob die schneller wird, aber war bis jetzt sehr, sehr gut. Den Anbremspunkt hinbekommen. Das sollte passen. War sogar ein bisschen zu früh, glaube ich. Vielleicht kriegen wir jetzt die letzte Kurve noch mal ein bisschen besser hin. War ein bisschen besser, glaube ich. Reicht für eine neue schnellste Zeit? Ja, 1:43,2. Das war ziemlich stark und damit würde ich sagen, beenden wir die Session auch und gehen rüber ins Qualifying. War tatsächlich am Ende auch die schnellste Runde. Sogar ziemlich deutlich. Interessant. Aber nur Training, wir wissen, das heißt nichts. Von daher müssen wir das jetzt in der Qualifikation natürlich bestätigen, diese Leistung. Schauen wir mal, ob das uns gelingt. Platz 16 ist das Ziel. Das nenne ich mal tief pokern. In dieser Session musst du nicht alles geben. Wir sollten schnell genug sein, um uns problemlos zu qualifizieren. Habe ich rausfahren geklickt? Offenbar. Ja, ist aber auch lustig, ne? Er meint, wir sind schnell genug, um uns zu qualifizieren, ohne Probleme. Aber Platz 16 ist trotzdem das Ziel. Das reicht ja gerade so, oder? Für das Q2. Ich glaube. Schneller durchfahren können. Egal.
So, das Kers hebe ich mir wieder auf für die Stadtzielgeraden, dass wir da ordentlich Schwung mitnehmen können. Mama. Leonardo jetzt vor uns. Uncool. Aber macht schön Platz, das ist gut. Aber nicht gut bekommen, diese Kurve. Jetzt die wundervolle Linkskurve. Und da verlieren wir das Heck. Leider, mal wieder. Nicht zu viel gewollt. Okay. Let's go. Nicht optimal, trotzdem eine ganz gute Zeit, denke ich. Sollte reichen für Q2, oder? Okay, reicht easy für Q2. Alles klar. Dann nehme ich das mit. Bin ich mal gespannt, wie das jetzt in Q2 wird. Ob das da auch so easy reicht. Vielleicht haben die anderen aber auch wirklich ein bisschen langsam gemacht. Weil sie gewusst haben, okay, ich muss jetzt nicht alles aus dem Auto rausholen. Das klappt auch so. Möglich ist es. So, dann schauen wir mal. Kers reingegangen in die neue Runde. Kers ist aufgebraucht, das ist aber auch okay. Sehr schön. Gut durch die Doppel-Links. Motor, ey. Ich
Ich erlaube mir die Rückblende. Hoffe, da ist mir niemand Böses drum. Falls doch, schreibt es in die Kommentare. Ist es halt so. Kann ich euch nicht helfen. So, schauen wir mal, was das für eine Zeit wird. Ich glaube, die war gut. Jo, 1,41. Das war sehr, sehr ordentlich. Da bin ich jetzt mal ganz confident. Jawohl. Alter. Ricardo auf jeden Fall raus. Platz 17. Und damit sind wir in Q3. Und jetzt bin ich gespannt, ob die anderen noch mal ein bisschen was drauflegen. Oder ob es bei diesem Gap bleibt, das wir bis jetzt hatten. Ich meine, ich würde es nehmen, ne? So ist es ja nicht. Okay, wir machen wieder fliegende Runde. Fliegende Runde, ist das überhaupt der richtige Begriff? Jetzt kommt Maldonado und nervt. Ich lasse mal alle Nervensägen überholen. Habe ich jetzt hier keine Lust darauf, irgendwie die Runde ruiniert zu haben. Okay. Dann gehen wir rein. In die erste Q3-Lab. Aufmachen, habe ich glaube ich vorhin nicht gemacht. Wundervolle Doppeldings, haben wir gut gemeistert, glaube ich. Okay. Jetzt der Anbruchpunkt vorne, nicht verkacken. Dann sollte das eine sehr ordentliche Runde werden. Bisschen weiter auf den Kopf gekommen. Aber es wird nicht so viel kosten. Schauen wir mal. 1,42,7. Nehme ich jetzt einfach mal. Schauen wir mal, ob das die Pole ist. Und das ist die Pole. Sehr schön. Ich liebe es, wie der Renningenieur einfach völlig aus dem Häuschen ist und sich und sagt, ich hätte gar nicht für so gut gehalten. Das ist schön. Also, wir sind vor Alonso und Vettel. Das war ordentlich. Sie haben aber wirklich nochmal ganz schön zugelegt. Am Ende 0,5 Sekunden auf Alonso. Aber trotzdem wieder mal eine Pole Position. Wie auch schon in Malaysia. Ja, über die Zielsetzung brauchen wir nicht reden. Wird uns wahrscheinlich das Team jetzt auch sagen. Von wegen hier, Junge. Jetzt muss was kommen. Schauen wir mal, was das Ziel jetzt sagt. Das Team jetzt sagt zum Ziel. Ja, Ziel wäre der Erste, das dachte ich mir doch schon. Gut, dann schauen wir mal, dass wir dieses Ziel auch erreichen. Alles ist bereit, auf geht's. Ich hab ein bisschen Angst, ey. Als Erster, wenn du als Erster startest, kannst du ja nur verlieren. Gucken wir mal. Da stehen wir. Okay, 14 Runden. Mal sehen, ob wir heute in die Top 10 fahren können. Oh, du Assi, was für Top 10, ey.
Er hat kein Vertrauen mehr in mich. So, Kerst direkt mal All-In gehen, glaube ich. Dass wir hier gut wegkommen, das hat gut geklappt. Fast die erste Kurve nicht bekommen. Aber das war okay. Wir kommen gut weg. Können uns jetzt eigentlich auf unser Rennen konzentrieren. Sollten wir auch. Denn diese langen Geraden könnte unangenehm werden, sobald das DRS freigeschaltet ist. Insofern müssen wir versuchen, dass wir Alonso und Vettel und wer auch immer da hinten noch so rumfleucht und keucht. Dass wir die alle aus dem DRS-Fenster raushalten. Das wäre wichtig. Also ordentlicher Start schon mal, das ist gut. Also erste Runde war schon mal ziemlich gut. Haben wir irgendwo eine Rundenzeit. 1,47,5. Natürlich nicht vergleichbar mit den Qualifying Labs. Aber da hatten wir auch weniger Benzin dabei. Trotzdem schnell gewesen, ein bisschen rausgekommen, macht nichts. So, jetzt haben wir sogar noch ein bisschen Kers für die Spitzkehre. 1,9 Sekunden Vorsprung, das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Also jetzt heißt es wirklich einfach nur Nerven behalten. Einen Fehler machen, dann sollten wir das Ding nach Hause tragen können. Runde 6 ist der Stopp geplant. Alles klar. DRS ist jetzt aktiviert. Du kannst es in der DRS-Zone verwenden, wenn du weniger als eine Sekunde hinter deinem Vordermann bist. Das war gefährlich. Das ist das Heck gleich mal ein bisschen ausgebrochen. Aber gut abgefangen. Aber das sind die Situationen, wo man einfach aufpassen muss. Nicht zu hart rausbeschleunigen, dann sollte das auch kein Problem sein. Sekunden ist mega. Das ist sehr gut. Und wieder Kers übrig für die Spitzkehre.
Okay. Kerst wieder gut eingesetzt, die Runde. Die 1,44,5. Also nochmal eine schnellere Runde. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Da rausbeschleunigen ist echt risky. Vor allem, wenn man so aus Gas powert wie ich. Du hast 4 Sekunden Vorsprung auf deinen Hintermann. Das ist gut. Schön. ,1, das ist mega. Da hinten kommt der Alonso. Sieht gut aus. Okay. Keine schnellste Runde, 2 Zehntel langsamer diesmal. Aber das ist ja immer noch sehr, sehr gut. Die Rundenzeiten ungefähr halten sollten oder können sollten, wäre das super. Ehrlich wieder. Boah. Alter Schwede, ey. Geht so schnell. Aber wir machen weiter Zeit gut auf Alonso. Das ist sehr, sehr wichtig. Die nächste Runde ist dann auch die Inlap. Okay, alles klar. Die Boxenstopp wartet dich am Ende dieser Runde. Boxenstopp diese Runde. Nochmal eine schnellere Runde mit 1,44,5 gedreht. Das war sehr stark. Das ist crazy. So, diesmal brech hier auf jeden der Rede nicht aus. Das ist unser Sack. Denk an deinen Boxenstopp. Denk ich dran. Danke für den Reminder. So. Ja, hinter uns weit und breit niemand zu sehen. Das ist gut. Jetzt noch einmal die Spitzkehre, wir haben natürlich nicht die Einfahrt zur Box geübt, das ist sträflich.
Aber gut, muss jetzt einfach klappen. Okay. Wichtig dran denken, wir haben jetzt wieder frische Reifen, also auch kalte Reifen. Beim Rausfahren an die weiße Linie, sonst kriegst du eine Strafe. Es sind keine Stops mehr geplant. Pass auf deine Reifen auf. Okay, dein Vordermann scheint sich jetzt von dir absetzen zu wollen. Er nutzt die volle Drehzahl, maximale Leistung. Also P3 nach dem Boxenstopp ist natürlich verdammt gut. Da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Die Motortemperatur ist gut. Sorgt dafür, dass es so bleibt. Vor uns Weber, hinter uns Romain Grosjean. Der Fahrer hinter dir ist auf weichen Reifen unterwegs. Er hat dir gegenüber einen Vorteil. Okay, von mir aus darf er mich auch überholen. Er war ja nicht in der Box. So, sind wir im DRS-Fenster? Ich glaube fast nicht. Nope. Aber auch Grosjean ist nicht in unserem. Von daher alles gut. Und beide fahren so an die Box. Bleibt Hamilton draußen? Ich glaube, ich habe seinen Motor gerade gehört. Ah, Hamilton ist noch draußen, offenbar. Okay, doch nicht. Es aktualisiert sich nur sehr spät. Damit sind wir wieder auf P1. Alonso wird mit Sicherheit auch noch vorbeiziehen an Lewis Hamilton. Oh, gefährlich. Gefährlich, gefährlich. Da waren wir fast schon in der Wand drin, ey. Ja, rechtzeitig vom Gas auf die Bremse gegangen, sonst hätte das schief gehen können gerade. Auch die Kurve nicht gut erwischt. Ja, jetzt mal nicht den Rhythmus hier verlieren. Du hast zurzeit 10 Sekunden Vorsprung auf deinen Hintermann. Okay, 1,47,5. Schauen wir mal, was die Runde jetzt bringt. Kommen wir ein bisschen weit raus. An deinen Reifen haftet Gummiabrieb von der Strecke. Bleib auf der Ideallinie und fahr die Reifen wieder sauber. Okay.
Also viele Runden sind es nicht mehr. Wir liegen komfortabel vorne. Werde es natürlich nicht nachlassen, sondern weiter einigermaßen pushen, ohne viel Risiko einzugehen. Damit wir hier auf jeden Fall auch den Sieg ins Auge fassen können. Hamilton ist tatsächlich vorbeigegangen an Alonso. Braucht uns nicht zu interessieren, ich erwähne es nochmal. Von mir aus können die beiden auch ruhig nochmal ein bisschen näher aneinander kommen und battlen. Hätte ich jetzt auch nichts dagegen. Nächste Runde. 1,44, 8,60. An die Bestzeiten kommen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr ran. Einfach, weil wir jetzt harte Reifen haben. Aber solange wir weiterhin konstant gute Runden fahren, ist das ja auch okay. Ja, gerade der erste Backmarker zu sehen. Wenn es tatsächlich noch... Vor dir sind langsamere Fahrer. Vorsicht beim Überholen. Sie sollten dich vorbeilassen. Und tatsächlich noch zu einer Überrundung kommen und Petrov hält mich ja mal übelst auf. Ich hoffe, das macht er wenigstens auch bei den anderen. Unnötig. Am Bremspunkt so langsam zu werden, meine Güte. War mit Sicherheit gut gemeint von ihm, aber schlecht umgesetzt. Er hätte von der Ideallinie runtergehen müssen, wenn er es gut meint. Yevgeny Petrov vom KTM-Team, glaube ich, heißt es. Ne? So, Kers ist aufgebraucht für die Runde. 11,7 Sekunden Vorsprung auf Hamilton. Also, ja, gar nicht mal so viel. Sogar ein Zehntel verloren zur Vorrunde davor, glaube ich. Ich vermute mal, das haben wir Petrov zu verdanken. Jetzt hätten wir vielleicht auch bei der Runde wieder was rausgeholt gegen Hamilton. Bisschen zu hart über den Curb, nicht gut. Und eine Sekunde langsamer als unsere Bestzeit. Glaube ich. Oder... In welche Rundenzeiten misst sich diese Vergleichszeit? Ich weiß es gar nicht. Wo er jetzt das Delta hergezogen hat. Weil die Bestzeit war ja sogar 1 Sekunde 4, glaube ich, langsamer. Schneller. So gesehen. Jetzt noch 3,5 Runden in diesem Grand Prix. Und bislang machen wir das hier sehr, sehr gut. Darf gern so bleiben. Arg weit rausgekommen. 14,3. Junge, Junge. Da ist Hamilton wahrscheinlich auch gerade an Petrov hängen geblieben. Und vor uns der nächste. Könnte einer der Marussias sein. Vielleicht Glock. Noch 3 Runden. Oh, schnellste Rennrunde. De La Rosa ist es. Jetzt sollte ich nicht darauf achten, wer vor mir fährt, sondern wie ich fahre. Gut, dass ich so ein großes Polster hatte, ey. Kein Rennen ohne Dreher.
5,3 Sekunden, ey. Das hat jetzt Zeit gekostet. 9 Sekunden verloren einfach. Mich wirklich von der Rosa ablenken lassen. Das ist nicht gut. Das sollte man nicht tun. Und damit jetzt noch zwei Runden. Okay, das Delta oben rechts bezieht sich auf die Vorrunde, das wäre damit geklärt. Du hast 6 Sekunden Vorsprung auf deinen Hintermann. 6 Sekunden. Ja, und auf der Geraden müssten wir uns dann noch der Rosa schnappen können. Kriegen wir jetzt DRS? Nee, ne? Oh doch, kriegen wir. Das ist nett. Finde ich gut. Bring das Auto heil heim. Es sind nur noch wenige Runden. Wenige Runden, du bist ja auch lustig. Oh, jetzt waren wir schneller, das hat man gemerkt. Ich dementsprechend früher abbremsen müssen. Egal. Und damit rein in die letzte Runde. 1,448 war die vorletzte. Also auch nochmal sehr ordentlich. 5,3 Sekunden Vorsprung. Haben wir auf Lewis Hamilton. Das war verbremst. War egal. Jetzt bin ich jetzt schon noch heimgefahren hier. Okay. Einmal die links-rechts überstehen. Hinter dir fährt Hamilton mit 5 Sekunden Rückstand. Das ist ja gar nicht beunruhigend erstmal. Wenn man hört, hinter dir fährt Hamilton. Und schon in die Rückspiegel. So. Letzten Meter des Grand Prix. Noch einmal die Haarnadel. Und dann noch einmal nach links. Und dann können wir uns feiern lassen. Das ist der erste Saisonsieg in der Saison 2012. Und wir gewinnen den großen Preis von China. Puh. Ja, wir haben Platz 1 erreicht. Das Ziel haben wir geschafft. Wir waren schneller als der Teamkollege, der immerhin 15. wurde. Und damit der erste Sieg in dieser Saison. Du hast das ganze Wochenende.
Wochenende dominiert. Pole Position und Rennsieg. Fantastisch. Dankeschön, Dankeschön. Ja, damit also der Sieg vor Hamilton und Alonso. Vierter wird Jenson Button. 10 Punkte gehen an Vettel, 8 an Webber, 6 an Grosjean, Pastor Maldonado mit dem 8. Platz, Massa auf 9 und Kobayashi mit Platz 10 in diesem Rennwochenende. Paul Di Resta, der erste Fahrer ohne Punkte und Ricciardo, unser Teamkollege, also auf Rang 15 und Nico Rosberg ist offenbar ausgeschieden, das habe ich gleich mitbekommen. Dann sei es so. So, ich starte mal das Rennen neu, würde ich sagen. Natürlich nicht. Du bist jetzt auf Platz in der Fahrerwertung. Stark. Also Hamilton immer noch vorne in der Fahrerwertung, war ja heute Zweiter, insofern nicht viele Punkte verloren. 58 Punkte für Lewis Hamilton. 19 Punkte dahinter sind Alonso und Button. Und dann kommen wir mit einem Abstand von 25 Punkten auf Rang 4. Doch jetzt sehr ordentlich platziert in der WM. Dahinter Vettel und Webber, die beiden Red Bull, hinter einem Auto aus dem Farmteam, auch verrückt. 7. Rosberg, der heute keine Punkte machen konnte. 8. Grosjean mit 16 Zählern. Kobayashi mit 13 Punkten auf 9. Und dann Bruno Senna mit 6 Punkten auf dem 10. Rang. 5 Punkte Maldonado. 4 haben Perez und Räikkönen. Und 2 Punkte jeweils Di Resta. Und Massa noch ohne Punkte sind Michael Schumacher, Hülkenberg, Ricardo Glock, Petrov, Kovalainen, Pick, Kate Cayenne, De La Rosa und Verne, wie auch immer. Wobei Verne wahrscheinlich auch keine Punkte mehr holen wird, weil er nicht mehr fährt. Den Platz habe ich eingenommen. Ja, so ist es halt. In der Teamwertung Vodafone, McLaren, Mercedes auf Rang 1 vor Red Bull Racing und der Scuderia Ferrari. Wir sind von Toro Rosso auf dem 4. Rang. Durch meine Punkte, Ricciardo hat ja noch keine. Also auch da geht mit Sicherheit noch mehr. Aber es ist doch schon mal kein schlechter Start nach den ersten 3 Rennen. P4 sowohl in der Fahrer- als auch Konstrukteurswertung, das kann sich sehen lassen. Umso ärgerlicher halt dieser Ausfall in Rennen 2. Und da freut sich Sebastian Frittel, auch wenn er jetzt gar nicht so heiß im Spielstand, aber trotzdem, er ist es natürlich über seinen ersten Sieg hier in der Saison 2012. Hamilton gratuliert ihm, sehr fair. Mal schauen, vielleicht wird das ja noch ein ernstzunehmender Rivale für Lewis Hamilton. Emotionale Szenen beim Sieg von Friseur in Shanghai. Viele betrachteten den ersten Rennsieg von Frittenfriseur gestern in Shanghai als Startschuss für eine ruhmreiche Zukunft. Nach seiner Ankunft in der Teamgarage feierte ein hochemotionaler Frittenfriseur mit seinem Renningenieur Mark Bender. Bei seinem ersten Sieg in seiner allerersten Saison ist Frittenfriseur nun Mitglied eines exklusiven Kreises von Fahrern, von denen einige anschließend die Fahrerweltmeisterschaft gewinnen konnten. Viele werden ab sofort die Karriere von Frittenfriseur mit Interesse verfolgen. Das hoffe ich doch, denn die nächste Folge kommt demnächst und da hoffe ich natürlich auch, dass ihr diese mit Interesse verfolgt, so wie es gerade in den Nachrichten stand. Wenn es in den Nachrichten steht, dann muss es auch so sein, dann müsst ihr dem auch Folge leisten, ist ja klar. Nächstes Rennen ist dann Saisonrennen Nummer 4 in Bahrain und schauen wir mal, was da möglich ist. Ist aber eine Strecke, die ich eigentlich ganz gern mag. Also im modernen F1-Spiel zumindest mochte ich die ganz gerne. Mal schauen, wie sie hier ist. Aber ich glaube, ich komme im Handling des Autos ja jetzt mittlerweile ganz gut zurecht. Von daher gucken wir mal, was da möglich ist. Und dass ich immer noch den Status als zweiter Fahrer habe, finde ich dreist, denn Ricciardo hat bis jetzt nicht viel gezeigt. Aber gut. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, sagt euer Fritte. Tschüss.